Und willkommen zurück bei Cray Matter. Wir sind frisch angekommen in Kapitel 7 und haben nach dieser Bombardierung ein paar Fragen an den Inspektor. Wurde jemand verletzt? Gott sei Dank wurde niemand getötet. Aber mehrere mussten ins Krankenhaus gebracht werden. So etwas habe ich noch nie erlebt. Ich habe keine Ahnung, was ich in meinem Bericht schreiben soll. Ich bin ja nur ein bisschen verwirrt, weil die Leute sitzen hier drin. Auf einmal muss ja irgendwas hier passiert sein. Muss doch jemand was mitgekriegt haben. Um wie viel Uhr ist das passiert? Warum fragen Sie? Bestimmt 15 Uhr noch. Nur so. Was. Diese Geschosse, waren das vielleicht Gummikugeln oder etwas Ähnliches? Wurde etwas in den Saal geschleudert oder geworfen? Das müssen große, schwere Gegenstände gewesen sein. Sehen Sie sich mal die Löcher in der Wand an. Einer unserer Forensiker meint, es könnten vielleicht ungewöhnlich große Hagelkörner gewesen sein. Okay. Allerdings ist nirgends Wasser. Verdammt, der Saal ist knochentrocken. Also die Fenster sind alle kaputt, das könnte also wirklich alles von außen gekommen sein. Ah, das ist ja wohl echt unangenehm hier. Ich guck mal eben. Oh, wir sind fertig im Speisesaal. Juhu! Oh Gott, okay, dann. Aber hier noch nicht, lange nicht, also so. Ah, herrlich. Oh! Welch Überraschung. Angela, ist alles in Ordnung? Oh, David, es ist schrecklich. Einfach schrecklich. Ja, das ist wahr. Das muss sie ja ganz schön mitgenommen haben. Kennen Sie jemanden, der verletzt wurde? Nein, aber es ist unsere Schuld. Angela, beruhigen Sie sich. Wir wissen nichts über die Ursache. Aber es ist unsere Schuld. Es war Sam. Sie ist diejenige, die uns da alle mit reingezogen hat. Es ist Ihre Schuld! Wenn jemand die Verantwortung dafür übernehmen muss, dann ich. Ich hätte das Experiment abbrechen müssen, als klar war, dass etwas... Gott, ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber Sie verstehen nicht. Sam hat uns alle angelogen. Sie studiert nicht mal hier. Was? Oh nein. Was? Herrlichst aufgeflogen. Ja, dann... Schätze, was soll man mit Keule hier reden? Ja, genau. Bewohner will sich trotzdem noch angucken? Ich bin nicht gekommen, um hier herumzulungern. Ja, ist ja gut. Eine meiner Studentinnen heißt Samantha Everett. Ich glaube, sie ist hier im Wohnheim untergebracht. Könnten Sie bitte mal nachsehen? Der Name sagt mir nichts. Nein, Sir. Wir haben keine Person mit dem Nachnamen Everett in St. Edmund Hall. Können Sie mir vielleicht sagen, in welchem College sie ist? Ich sehe mal in der Universitätsdatenbank nach. Sie könnte auch unter dem Namen Sam Everett aufgeführt sein. Ich habe hier nur eine Marjorie und einen John Everett aus St. Dominic bzw. Wales. Oh mein Gott. Kann ich irgendetwas für Sie tun, Sir? Nein, vielen Dank. Ist doch überhaupt nicht verdächtig hier. Aber bestimmt jetzt ja hier Verdacht gegen Sam schon angehoben. Ich guck mir erstmal noch die unteren Hallen Ein hier Abstecher an. In den Fitnessraum ist nicht nötig. Okay. Und ich bezweifle, dass es in der Schwimmhalle... Aber bestimmt nach oben, oder nicht? Ich wüsste nicht, warum ich mir die alten Zimmer anschauen soll. Vor allem nicht heute. Aber rennt erstmal hin, wa? Es gibt keinen Grund, dorthin zu gehen. Ja, aber im Prinzip sind wir im Speisesaal fertig, soweit. Bushaltestelle. Will das wirklich wagen? Ich gehe erstmal zurück. Vielleicht mit Mrs. Dorton, ja. Komm. Wenn man nicht weiter weiß, einfach Dorton fragen. Wie wird es schon wieder ganz schön dunkel hier? Ich soll mal wieder in mein Zimmer gehen. Ich war halt noch gar nicht in jedem Zimmer gewesen. Da wird's ein bisschen telefonieren mit irgendjemandem. Verdammt, Samantha geht nicht ran. Okay.
Diese sinnlosen Zimmer hier. Total sinnlosen Zimmer. Möchte ich bemerken. Auf jeden Fall im Keller werden wir gehen. Das ist ja... David, kann ich irgendetwas für Sie tun? Nein, ich brauche nichts. Wirklich nicht? Doch, natürlich. Erzählen Sie mir von dem Abend, als Sam hier angekommen ist. Was ist los? Sagen Sie mir einfach, woran Sie sich noch erinnern. An dem Abend hat es wie aus Kübeln geschüttet. Sie war pitschnass und hat wie eine wandelnde Leiche ausgesehen. Das war vielleicht ein Anblick. Ich habe sie nach oben gebracht, damit sie erstmal aus ihren nassen Klamotten rauskommt. Und danach ist sie ins Bett gefallen und hat geschlafen wie ein Murmeltier. Ich wüsste wirklich nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Was hat sie gesagt, als Sie die Tür aufgemacht haben? Dass sie die neue Assistentin ist, natürlich. David, was ist denn los? Sobald ich das weiß, erfahren Sie es als erstes. Ich hoffe, es ist nichts Ernstes. Ich mag das Mädchen. Ja, die Trojaner haben sich auch erst köstlich über das Pferd amüsiert. Netter Vergleich. Gut. Hä? Was? Ah, herrlich. Ich hoffe ja, dass wir noch ein paar neue Orte bekommen, irgendwie. Also nicht unbedingt neu für uns, sondern eher neu für Styles. Ja. An sich ist aber ein bisschen begrenzt, was wir hier machen können. Trotzdem schaffe ich es nicht. Oh Gott. Impos. I-M-P-O-S. Impossible? Das kommt auch gar nicht hin. Versucht sie mir zu sagen, dass es unmöglich ist, durchzukommen? S-I-B-L. Was ist das? Sehr geehrter Dr. Stiles, Sie haben sich sehr ungeduldig angehört, deswegen habe ich Ihnen das Gerät per Kurier zustellen, das wir am Telefon sprachen. Hä, das habe ich doch schon mal. Ich habe alles so einge... Hä, warum habe ich gerade jetzt auf den Zettel klicken? Auf einmal sah so verdächtig aus. Mal sehen. 10 Uhr Samantha sah Laura am U-Bahn-Treppe. Okay, ich bin gerade verwirrt. Haben wir noch den gleichen Tag? Gott, warum dreht er sich denn um? Ja, Sprechstunde. Geh noch mal zum Hauptlabor. Okay, Kacke. Achso. Auch blöd, wenn ich gerade nicht weiß, welche Uhrzeit hatten wir denn das? Was war denn das andere immer? Ich würde sagen, versuchen wir hier mal 15. Oh Gott. Ich lasse hier irgendwie manuell noch einstellen. Hä? 44. So, wir haben ja auch. Ich bin immer noch leicht verwirrt, das ist unglaublich. Dann halt nicht. Wie gesagt, will er diese Dings rausfinden. Im Labor, lalala.
welche Uhrzeit? Also. Das muss ich bestimmt wieder nachsehen. Das ist echt zu behindert. Zu viele Möglichkeiten. Im Moment wüsste ich. Vor allem wüsste ich jetzt nicht, wann ich. Die das direkt aufgenommen haben. Und von wann die Bilder dann halt sind. Es gibt hier noch. Na gut, ich gehe mal noch in Samanthas Zimmer auf jeden Fall. Na los. Dann wollen wir hier mal gucken. Oh nein, dieses Dreckshäschen. Was hat denn dein Frauchen wohl vor? Was für ein Brocken. Laura hätte ihn gemacht. Nett ausgedrückt. Okay, können wir nochmal alles schön durchstalken. Hier ist nichts. Ich muss woanders suchen. Also sie ist am Abend gefahren, also muss ja wirklich jetzt der Tag danach sein. Aha. Helena Bogart? Was zur Hölle geht hier vor sich? Ich habe doch mal ein paar Sachen zurückgelassen. Ganz offensichtlich gefälscht. Ganz offensichtlich. Ja. Ich will nicht ihr Bett durchwühlen. Wahrscheinlich finde ich dort sowieso nichts Interessantes. Ja, auch ganz schön makaber. Na komm, da war ein Buch, ein Handtuch und ich glaube noch auch ein Brief. Morbide Literatur. Habe ich auch nicht anders erwartet. Das Handtuch will er gar nicht erst. Was ist das? Dann guck. Jugendamt Virginia. Das sollte ich mir mal genauer ansehen. Jugendamt Virginia. Vielleicht können die mir ja etwas über diese Fremde sagen, die ich in mein Haus gelassen habe. Jugendamt Virginia. Was, warte mal, wie war das? Wir haben seit Mai nichts von Ihnen gehört mit diesem Schreiben. Und Sie daran erinnern, dass mindestens alle 6 Monate beim Sozialamt melden müssen. Ach so, na okay, gut, dann. Will ich bestimmt da gleich anrufen. Das Foto von den Eltern. Zweifellos ihre Eltern. Gut zu wissen, dass sie welche hatte. Nur eine ganz normale. Die ist auch sehr verdächtig. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, wie wirklich in jeden Raum komplette Sonne reinscheint ohne Ende. Aber es einfach verdammt nochmal bewölkt ist. Und das nicht nur so, da ist eine Wolke, die sich gerade übers Haus, sondern überall. So, jetzt ist für alles hier. Der Balkon. Ich guck nochmal ins Spiegel. Ich sehe hier irgendwie, kann ich hier wirklich bis zum Turm gucken oder sowas. Was habe ich denn eigentlich im Hintergrund denn? Tatsächlich, da ist dieser Turm im Hintergrund. Man kann perfekt durchgucken. Okay, ist schon ein bisschen krass. Und halt pervers, sehr sogar. Noch nicht wieder da. Laura's Kleid ist immer noch weg. Hab ich das mit den Feen und Foto gar nicht gebraucht? So noch nicht. Der Verdacht ist was zu Ende. Okay. So, genau, ich werde den nochmal anrufen. Bei diesem Amt, wo sie da ist. Dieses Jugendzeugs Dingens. Ja, komisch, dass keine Erscheinung jetzt war irgendwie. Das verwirrt mich ein bisschen. Oh, dass man sogar schnell die Treppe runtergehen kann. Erstaunlich.
sind verbunden mit dem Jugendamt Abteilung Pflegekinder. Was kann ich für Sie tun? Ich suche nach Informationen über eine junge Frau, die früher bei Pflegeeltern untergebracht war. Sie müsste jetzt um die 23 sein. Und wer sind Sie? Mein Name ist Dr. David Stiles, Universität von Oxford. Wir überprüfen hin und wieder die Angaben unserer Studenten. Der Name der jungen Frau lautet Samantha Everett. In Ordnung, einen Moment bitte. Ich habe Ihre Akte gefunden und kann Ihnen den Bericht über die letzte psychiatrische Untersuchung vorlesen. Der Tod von Samanthas Eltern bei einem Autounfall ereignete sich in einem kritischen Alter. Sam, damals 7 Jahre alt, weigerte sich, die Situation zu akzeptieren. Als sie vom Tod ihrer Eltern erfuhr, setzte sie sich in die Garage, um dort auf die Verstorbenen zu warten. Sie war so stur, dass der Polizist, der sie holen sollte, ihr den Finger gebrochen hat, als er sie hochheben wollte. Sie hatte übrigens immer überdurchschnittlich gute Schulnoten. Aber Sie sind wahrscheinlich selbst im Besitz dieser Unterlagen. Kann ich sonst noch irgendetwas für Sie tun? Ja, allerdings. Okay. Geben Sie nie wieder Informationen dieser Art am Telefon an einen Fremden weiter. Was haben Sie sich nur dabei gedacht? Das sind streng vertrauliche medizinische Angaben. Aber Sie haben doch gesagt... Da hätte jeder anrufen können. Vollidiot. Verdammt nochmal. Krass, wie der sich aufregen kann. Nichts weiter, okay. Gut, wir sind mit Samantha auf jeden Fall erstmal fertig. Wir haben im Labor noch ein bisschen was. Dann machen wir uns darüber, wo sie ist. Und dann müssen wir noch ein bisschen was für einen Bonus machen. Haben wir noch einen Ort? Nee. Aber wir müssen wieder zurück auf jeden Fall. Aber gut, das soll es erstmal wieder gewesen sein. Man sieht sich.